Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier im schönen Achaia in Patrea. Wir sollen ja, ich glaube, Söldner töten und irgendwelche Baupläne anscheinend beschaffen. Jo, Kasto, der Verderbte, den kann ich töten. Der war doch irgendwo mal in der Nähe. Wir gucken erstmal kurz, was wir denn genau in Quest haben. Ich habe seit einigen Tagen tatsächlich nicht mehr gespielt, weil die heißen Tage im Juli kam dazwischen, aber ich habe die Tage gut überstanden und wir gucken jetzt mal weiter. Hätte ich nicht noch einen anderen Söldner töten müssen? Na, Welt und Charaktere, hier bloß der Schäbige. In der Plünderküste. Ich würde sagen, das machen wir zuerst, weil sollten ja wie 5 Söldner sein und wenn ich 3 getötet habe, dann kommen wahrscheinlich die anderen beiden. Plünderküste weiß jetzt nur, wo die ist. Ja. Hier ist noch nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Aber ja, Temperaturen haben sich wieder einigermaßen eingependelt, also hat immer noch relativ warm draußen, ich glaube 25 Grad mindestens, aber keine 30, keine 40 Grad. Das heißt, da kann man schon wieder aufnehmen, da kann ich abends noch was Fenster aufmachen, dann kühlt es wieder grün runter. Und wir wollen jetzt unseren Phobos und reiten noch weiter. Ich habe in der Zwischenzeit so ein paar YouTube-Videos geguckt zu Assassin's Creed, zu der ganzen Reihe. Man hat so jemand, also ich habe sie angeguckt, den ich ganz okay fand bisher. Aber der findet halt, Odyssey ist halt ein gutes Assassin's Creed oder so. Also ich habe es nicht ganz verstanden, was er genau meint, ob er das findet, ein gutes Spiel oder ein gutes Assassin's Creed. Gutes Spiel kann man so sagen, hat so einige Elemente, die ich halt echt zum Kotzen finde, deshalb nicht sagen kann, dass es ein gutes Spiel ist. Aber ein Assassin's Creed ist es halt null. Ich meine, das sieht man ja auch irgendwo, weil es halt weit vor den ersten Assassinen, vor den Verborgenen. Aber warum... Also das macht halt für mich so null Sinn. Warum ist das Teil der Geschichte? Es hat halt so... Moment mal, nach Raya patrouilliert bei der Siedlung an der Plünderküste. Achso, an der Siedlung. Da muss ich wahrscheinlich da oben, oder? Oder ist das hier die Siedlung? Weiß ich nicht. Ja. Warum muss man dieses Spiel machen? Also es hat halt nichts, wirklich absolut nichts mit Assassinen zu tun. Order of the Ancients gibt's ja hier schon. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dies ist ja auch so ein DLC. Komm, also es macht halt so gar keinen Sinn, dass das hier ein Assassin's Creed ist. Und abgesehen davon halt, das spielt halt sehr, sehr viele Gameplay-Elemente, die ich echt zum Kotzen finde. Er fand auch so den Krieg so zwischen den beiden Fraktionen gut. Oder er hat gehofft, dass in Valhalla noch besser wird. Der Krieg hier ist kompletter Schmutz, der ist absolut unnötig. Du hast keinerlei Vorteil, wenn du was machst, außer ein bisschen scheiß Loot. Und das Loot ist halt echt nutzlos. Ich finde es halt in jeder Ecke besseres Loot. Der Orkan fordert deinen Kopf! Ja, mir doch egal, was der Orkan fordert. Flawless. Muss ein hohes Kopfgeld sein. Wir decken Bura. Ayas wird mit dem Soldaten und ihrem Polmachen zusammenarbeiten. Mehrere können sagen, das heißt, einer ist wahrscheinlich in der Festung und einer ist irgendwo. Also sind alle drei. Olyros Festung, ja. Paladin ein Dorf bei der Erymanthos Festung, das dürfte Bura sein. Okay. Die sind beide irgendwie da hinten. Dann mache ich mir erstmal das obere an. Wir werden einfach jetzt in den nächsten Parts erstmal alle töten, würde ich sagen. Ja, also ganz ehrlich, das Spiel ist halt nicht gut. Kann man einfach so sagen. Das Söldner-Feature, absoluter Schmutz. Da vorne ist er. Aber ich habe irgendwie gehofft, dass er nicht da oben ist, sondern hier unten irgendwo sitzt. Nee, aber... Ja, weiß ich nicht. Söldner ist halt komplett scheiße, dass sie die auch jagen. Das ganze Wanted-Level, absoluter Müll, macht gar keinen Spaß. Ansonsten ist halt immer noch ein schönes Spiel, ne? Also ist halt null Assassin's Creed. Man hätte diesen Assassinen-Fokus komplett rausnehmen können. Und einfach ein anderes Spiel machen können. Neue IP nennt man das. Intellectual Property oder sowas. Einfach was Neues, was anderes. Nicht Assassin's Creed. Dann wär's, würde ich sagen, okay. Ist ein... Spiel, hat einige Schwächen, aber so ist halt einfach ein beschissenes Assassin's Creed, weil es hat einfach nichts damit zu tun. Irgendwelche Geheimbunde. Und wenn ich das jetzt nicht so richtig... Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Also Kult des Kosmos waren... Also die wollten doch irgendwie Chaos haben. Chaos ist Freiheit.
Ist der Kult des Kosmos ein Vorreiter von den Assassinen? Oder verstehe ich das falsch? Weil Order of the Ancients, also die, dieser Vorgänger vom Templerorden, sage ich mal, ist ja der Feind vom, vom Kult des Kosmos. Also nicht wirklich Feind, aber sind halt unterschiedliche Organisationen. Und die haben ja erst nicht zusammengearbeitet, dann hier bei dem einen Ding doch schon. Überlegen, was ich da mache. Ich habe halt keinen Bock, diese Festung. Das ist halt auch wieder so ein scheiß Gameplay-Feature. Ich muss halt diese Festung 100 Mal jetzt machen. Ich bin jetzt schon dreimal hier hingelaufen. Einmal für die, um sie zu erkunden. Okay, das hätte ich mir sparen können. Dann das zweite Mal, weil ich irgendeine Quest habe, weil ich. Gott, wer war das denn, den ich hier befreien musste? Ich glaube, für Xenia musste ich hier rein. Warte mal. B. Und jetzt nochmal hier für die Quest halt. Das ist halt echt scheiße, dass ich hier so oft hin muss. Die Pfeile kommen von dort. Du bist tot. Niemand da. Eigentlich will ich den Dings-Attentat machen. Also den diese Höchstleistungskill. Warum habe ich den nicht mit dem Crit getroffen? Oh, dieses Spiel ist so schlecht. Natürlich! Natürlich! Was zur fucking Hölle? Angefallen fest, okay, da krieg ich einfach nur Kopfgeld oder was. Da wird einfach weggekauft. Absolut irrelevant. Ich wollte ihn gar nicht treten. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich mir das dachte. Den wollte ich auch gar nicht treffen. Also ganz ehrlich, was soll ich denn da machen? Ich komme doch nicht weg von dem. Da ist nochmal ein Headset leer. Ich dachte, ich gucke gleich nochmal nach. Habe ich sogar noch Quatsch, das habe ich doch erst aufgeladen. Nein, das ist natürlich leer. Natürlich, jetzt macht er gerade seinen Scheiß, dass, also seine Rauchbombe, dass ich ihn nicht treffe. Ach, Cassandra, was machst du denn? Entscheide dich doch mal. Ich will die ganze Zeit, dass du runterspringst, dann will ich mal, dass sie nicht runterspringt, aber einmal springt sie runter. Erstmal den Kopf hier wegkaufen, weil ich gar keinen Bock auf den habe. Aber wo ist das vielleicht der Kopf hier, also den ich sowieso töten muss? Noch ein Kopfgeldjäger, super. Ich wollte die Anführer gar nicht besiegen, aber gut. Meine Fresse, das ist ein beschissenes Spiel. Lass mich doch einfach in Ruhe, ich möchte keinen Kopfgeldjäger. Au, au, au. Ich hab keine, Das ist ein schlechtes Spiel. Ich bin weggesprungen. Klar, er springt auf meine alte Position. Denkst du, im Flug? Ach, ich flieg noch ein bisschen weiter. Kein Problem. Also, warum muss man diesen Gegner, den man töten muss,
in alle anderen stecken. Warum? Ist doch klar, dass ich die dann töte, dass ich alle töten muss. Das ist so zum Kotzen. Ich will doch einfach nur in Ruhe diese scheiß Mission machen. Lebt der Anführer jetzt wieder? Ich verstehe es nicht. Ach, die leben es alle wieder. Okay. Geil. Fick dich, Penner. Mord! Nein, es konnte niemand einen Mord melden. Das ist so ein schlechtes Spiel. Was soll ich dagegen machen? Soll ich jetzt gegen die Ich muss ja gegen die Polemarchen kämpfen. Ich habe keine andere Chance. Ich kann ja nicht einzeln weglocken. Alles, was ich versuchen kann, ist hier hochzuklettern. Nein, ich wollte den anderen! Warum, Spiel? Ja, fick deine Feuer, Bastard. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen, ne? Okay, so wollte ich das eigentlich machen, dass ich einfach den da rauspicke, aber meine Höchstleistungsattacke haben ja immer irgendwas anderes getroffen. Nicht Höchstleistungsattacke, Höchstleistungskills. Attacke waren das ja nicht. Das ist einfach richtig beschissen. Wer kauft die? Das ist so spaßig, das wollen die Spieler haben. Stellen wir den mal zum Polemarchen, damit das schön spaßig schwer ist. Nein, ich habe den Polemarchen nicht, okay. Hier im Dorf, ich denke, einer wird dann hier sein und der andere am Gipfel. Gibt es noch ein zweites Dorf? Ich kenne nur das hier. Kann ich hier importen? Oh, kann ich schon. Ich dachte, ich bin noch im Kampf oder so. Ganz ehrlich, den hätten wir sich sparen können, den sollten. Das macht gar keinen Spaß. Aber wenn wir die haben, dann haben wir es und dann können wir weitermachen mit der Story. Halt die Schnauze. Ach, sind die beide da? Das kann natürlich auch sein. Würde ich ehrlich gesagt nicht so fühlen, wenn die direkt nebeneinander sind. Ah, jetzt bin ich auch nicht im Söldnerrang aufgestiegen, oder? Da ist gefunden. Ah, okay, die sind beide zusammen. Ich dachte, die sind irgendwie. Also, ich habe irgendwie gedacht, die sind beide hier in der Gebiet, aber irgendwie nicht so zusammen in einem. Ich glaube, das ist sogar besser, weil ich den zwischen denen hier umher tauschen kann. Ich werde meine neue Villa nach dir benennen. Schade, dass du sie nie siehst. Ja, Hetze, ich tausche dich gleich. Also ich tausche gerade, lade dich gleich auf. Sterbe ich? Au. Meine Fresse, Alter. Natürlich so ein fucking Wolf. So, haben wir mal geschafft. Meine Güte, war das zum Kotzen. Puh. Okay, erstmal beruhigen. So, erstmal genug über das Spiel gerantet. Wir haben jetzt noch eine Aufgabe, nämlich... Oder? Ja, hier sollen wir nur den ganzen Orden auslöschen. Finde und beschreibe die Barpläne. Ja. Wo ist denn das? Fehlst du aber im Part 3? Ach, Tempel Artemis, stimmt. Da habe ich mich einfach weggeportet, weil ich ja nicht wusste, was ich tun soll. Aber gut, dann porten wir es aber zurück. In der Zeit, wo es dann lädt, ziehe ich mal kurz mein Kabel raus. Also das Richtige nehmen. Dann habe ich das lange. Ansonsten muss ich hier so halb schief sitzen. Und das ist ja auch nicht so angenehm. So, Headset lädt, perfekt. Also ein Vorteil, wenn man ein langes Ladekabel hat, von der Oculus zum Beispiel. Ich habe hier Oculus Rift 1. Ne, Oculus Quest 1, nicht Rift 1, Quest 1. Und da war ich ganz dabei. Und das kommt mir ganz gelegen mit dem Headset. Weil ich immer irgendwo das Wireless Headset geholt. Warum läufst du so komisch, Cassandra? Du bist doch gar nicht geduckt.
Ich glaube, den Stratokoi will ich lieber nicht anfassen. Die Pläne für den Odin der Chimäre. Jetzt zurück zum Amphitheater. Okay, das ist näher dran, als ich dachte. Also, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich dachte, ich müsste irgendwie zu meinem Schiff oder so. Weil ich wusste, dass wir diesen Plan holen sollen, nachdem ich es gelesen hatte. Aber ich dachte, der wollte das direkt ranbauen. Aber gut, wenn er es nicht direkt ranbaut, ist mir auch egal. Also ich würde tippen darauf, dass er tot ist, weil er wurde ja gesehen. Das heißt, ich krieg wahrscheinlich den Odem der Chimäre gar nicht. Nein! Sie haben den Baumeister gefunden. Nur er könnte diese Waffenpläne entziffern. Schade. Schwund ist ja bekanntlich überall. Seht, Männer, erst der entlaufene Baumeister Mega und jetzt die Adlerfrau. Haben wir ein Glück heute. Als Glück würde ich das nicht bezeichnen. Oh, seht nur, wer sich rechtzeitig die Ehre gibt. Tötet sie! Tötet sie beide! Das ist der Kult des Kosmos. Der Kult Kampfmoves. Au, ich habe Ausweich mal wieder gedrückt. Also wahrscheinlich war schlecht getimed, ne? Aber. Ja, okay, hier konnte ich gerade nicht ausweichen, weil ich irgendwie in der Kampfanimation war. Das ist auch ein bisschen schade. Stimmt, ich muss gedrückt halten, damit ich weiter ausweiche, ne? Ja, das klappt doch ganz gut. Ja, da war ich wieder im Angriff drin, konnte nichts tun. Okay, da habe ich irgendwie erwartet, dass ich ihm irgendwie stagger oder so, dass er mich nicht angreifen kann, nachdem ich meinen Angriff gelandet habe. Halt. Nicht verbrennen. Wahrscheinlich kann sie es doch entziffern, oder? Verbrennen, entziffern? Hab ich gesagt? Nee, ich hab schon meine Wörter vergessen. Der Orkan ist gerissener und vorsichtiger als erwartet. Wir sollten die anderen warnen. Sie könnten auch in Gefahr sein. Ich lasse Barnabas einen Blick auf die Pläne werfen. Jedenfalls sollten wir hier nicht verweilen. Also zurück in die Schatten. Ja. Sollte zu Natakas. Natakas. Ah, noch eine Quest. Ich hasse mein Leben, ey. Reden wir erstmal mit ihr. Werde ich mit meinem Mann sprechen sehen. Ich kann helfen. Okay. Du bist die Frau des Baumeisters. Was weißt du über die Waffenpläne? Mein Mann hat Schlüsselschriften in ganz Archaea verstreut. Hm. Manche befinden sich bei der Flotte des Orkans, andere sind in der Werft. Mit ihnen kannst du lernen, wie man die Waffe baut und anbringt. Okay. Dann kannst du den Orkan auslöschen und meinen Mann rächen. Jo, danke. Ich bezwinge den Orkan mit oder ohne die Waffe deines Mannes. So oder so, ich werde ihn rächen. Er würde sich freuen, das zu hören. Wo soll ich hinfahren? Es gibt viele Schiffe in Archaea. Wonach sollte ich suchen? Die Schiffe des Orkans, die im Hafen patrouillieren, wären ein guter Anfang. Wo Schiffe? Du sagtest, einige Schlüsselschriften befinden sich in der Werft. Wo ist sie? Die Patrei Militärwerft befindet sich am Rande der Stadt. Okay, die kenne ich, da war ich ja auch schon wieder 30 Mal. Okay, einige sind auf Schiffen versteckt, die in den Gewässern Patrei segeln, verstehe ich. Einige sind von irgendwo in der Schiffswerft von Patrei versteckt, okay. Sie sind auf Land und im Meer im westlichen Achäa verstreut. Im westlichen. Wir sind hier im Westen. Das ist ja die Schiffswerft, ne? Ja. Bevor wir mit Natakas reden, würde ich sagen, töten wir erstmal die ganzen Leute. Und wir gucken nochmal kurz auf Söldner. Habe ich irgendwas getötet, was ich... Oh, ich bin gestiegen im Rang. Ja, okay. Die waren alle drei vor mir. Perfekt. Keto, die Trinkerin. Ach Gott, wo habe ich noch einen übersehen? Wie Level 30er bestimmt. Naja.
Okay, ja gut, die muss ich auch töten, Level 5, nicht Level 30, also ich meine halt so übertrieben schlecht, niedrige. Ja, und jetzt haben wir hier den Typen, ich dachte für den müssen wir was machen, aber gut, dass uns einfach so entgegenkommt und... Ja, ich weiß doch, wer das ist, oder ist sie, ist das nicht die Tochter, das ist doch die Mutter. Würde nämlich auch gehen. So, ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns die Werft an und machen dann weiter mit Schiff versenken, würde ich sagen. Ich hasse euch, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.